Hallo zusammen, mein Name ist Christian Tschee und hier geht es um die Vorlesung Informatik 2, Einführung in die Programmierung. Wie der Name schon sagt, werden wir also programmieren lernen und zwar in der Programmiersprache Python. Das ist das englische Wort für den deutschen Begriff Python und man könnte auch sagen, wirklich so wie die Schlange ist die Programmiersprache ziemlich flexibel und lässt sich für eine ganze Menge Sachen einsetzen. Wer von euch in der Schule noch keine Informatik hatte oder selber noch nie programmiert hat, braucht keine Angst zu haben. Wir fangen wirklich bei Null an und es ist ein Anfängerkurs. Das heißt, wir lernen wirklich von Null an die Grundlagen, also Variablen, Zuweisungen, Befehle und wie man ein Programm strukturiert. Auch die Objektorientierung kommt nicht zu kurz. Das heißt, wir werden auch über Klassen und Objekte in Python sprechen. Und auch das Thema Softwareentwicklung und Softwareentwicklungsprozess werden wir uns anschauen. Angefangen von der Anforderungsanalyse über das Programmieren bis zum Testen von fertigen Programmen. Das Ziel der Vorlesung ist, dass ihr nachher selber in einer Entwicklungsumgebung ein Programm programmieren und laufen lassen und testen könnt. Tatsächlich ist Programmierung später im Beruf für Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure sehr wichtig geworden, denn in der heutigen digitalisierten Welt gibt es eigentlich nichts mehr, was noch ohne Daten oder irgendwelche Programme und Software abläuft. Wichtig ist dabei auch, dass das Programmieren immer im Team stattfindet. Wir bilden Gruppen zwischen 3 und 5 Studierenden, die dann die Programmieraufgaben gemeinsam bearbeiten und sich natürlich auch gegenseitig helfen und ihr so gemeinsam die Lösung erarbeitet. Also auch hier keine Angst, niemand muss das alleine bewältigen. Das machen wir immer im Team gemeinsam. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen erklären können, was in der Vorlesung drankommt. Und ihr seid auch ein bisschen neugierig auf das Programmieren in Python. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, was wir zusammen alles auf die Beine stellen können. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.